Hallo und herzlich willkommen. Der Bruno und der Jan reden heute über das heilige, ach so heilige Voltaren. Nein, Voltaren, Spaß beiseite, ein tolles Mittel. Es ist ein nicht steroidales Antirheumatikum. Sorgt dafür, dass Entzündungen zurückgehen. Also es ist ein entzündungshemmendes Mittel und ein schmerzlinderndes, schmerzstillendes Mittel. Im Prinzip ein Segen, aber alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Gerade in der Schulmedizin. Und was hat es denn für Nebenwirkungen? Die wichtigsten mal auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall Magenschmerzen und Sodbrennen. Und das ist unschön. Viele Patienten müssen dazu noch ein Omeprazol oder ein Pantoprazol mit verordnet bekommen, also einen sogenannten Magenschutz. Und dieser Magenschutz sorgt auch dafür, dass noch mehr Nebenwirkungen dazu kommen, dass es mehr Interaktionen geben kann. Dieser Magenschutz wie Omeprazol und Pantoprazol rauben dem Körper zum Beispiel Vitamin B12. Ohne Vitamin B12 habe ich wenig Energie, ich kann Depressionen kriegen und ich kriege Magenschmerzen. Also brauche ich noch mehr Omeprazol. Ob das Sinn macht, sei dahingestellt. Natürlich, wenn du viele Medikamente nimmst, dann geht es nicht ohne. Aber du solltest dann ohne den Magenschutz, und gerade bei solchen Mitteln, ist ein Magenschutz sehr, sehr wichtig. Durch den Magenschutz bekomme ich allerdings auch einen Magnesiummangel und einen Vitamin-D-Mangel. Also es kommt einiges dadurch zustande und ich brauche dann zumindest ein paar mehr Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffe, um diese Defizite auszugleichen. Ich finde, muss nicht sein. Aber okay, kurzfristig nach einer Sportverletzung oder sowas, ganz, ganz tolle Sache. Dann wird auch noch sehr, sehr gerne hier das Ibuprofen gegeben und verordnet. Das ist wahrscheinlich mit Sicherheit das am meisten verordnete Schmerzmittel in Deutschland. Auch das geht auf den Magen. Hier werden auch Magenschutzpräparate mitverordnet. Und beim Ibuprofen und beim Voltaren haben wir aber auch eine weitere Nebenwirkung. Es ärgert deine Niere und zwar vehement. Deswegen auch Diabetiker und Dialysepatienten. Patienten mit schlechten Nierenwerten aufpassen oder gar nicht oder absolut gar nicht nehmen. Hier ganz, ganz wichtig, das kann lebensnotwendig sein. Das kann, weil sonst geht es einfach schlecht aus. Hier bitte mit dem Doktor drüber sprechen, mit dem Arzt, mit dem Nephrologen, mit dem Diabetologen und natürlich mit der Apothekerin und dem Apotheker deines Vertrauens. Was gibt es da noch Interessantes? Wir haben zum Beispiel hier, das ist ein relativ neueres Mittel, das ist so ungefähr 10, 12 Jahre auf dem Markt, ist das Celebrex, das Celecoxib. Das wirkt ähnlich wie das Voltaren, hat aber nicht die Auswirkungen, die ich bis jetzt unterschlagen habe. Das ist das. Es geht nicht auf den Magen. Das ist eine Innovation, Punkt 1. Aber Punkt 2, es sorgt dafür über einen Mechanismus, dass das Blut langfristig dadurch dicker wird. Wenn dein Blut dicker wird, was passiert? Es fließt nicht mehr so gut. Bingo, Schlaganfallrisiko oder Herzinfarktrisiko steigt. Und deswegen ist sowas eigentlich nichts für die Daueranwendung, weil Patienten, die dauerhaft Schmerzen haben und dann schon einen geschädigten Magen haben, das sind meistens schon Chroniker-Patienten, die lange schon von Schmerzen gepeinigt sind und andere Erkrankungen auch noch haben und dann auch noch etwas älter sind. Also gerade die Patienten, die leider dazu prädestiniert sind, einen Schlaganfall oder eben Ähnliches zu bekommen. Ich würde so niemals so ein Mittel ausreden. Wenn der Arzt es verordnet, dann ist es gut, dann ist es wunderbar. Aber was kann ich noch machen, um Entzündungen so ein bisschen herunterzuregulieren? Ich muss sie ja nicht gleich runterprügeln. Klar, es ist schön, wenn ich sofort was gegen den Schmerz machen kann. Aber, das habe ich schon mal in dem Video gezeigt, man kann zum Beispiel entzündungshemmend hier das Traumehl nehmen, insbesondere dann, wenn Kälte hilft. Ja, wenn Kälte hilft und wenn Wärme hilft, dann empfehle ich eher hier Zehl, auch ein homöopathisches Komplexmittel. Das enthält auch wie das Traumehl Arnika, also es wirkt auch akut. Die Firma sagt, es dauert bis es ein bisschen, dauert 4 bis 6 Wochen, bis es wirkt. Ich widerspreche da, weil jeder Schmerz ist irgendwie akut. In dem Moment, wo ich ihn spüre und das Arnika wirkt auch sofort. Natürlich, so diese rheumatischen Gelenkbeschwerden, das dauert, bis die gelindert werden. Aber ich kann sowas natürlich kombinieren und das ist natürlich viel besser als das in hoher Dosis allein.
Manchmal reicht vielleicht auch sogar nur so eins. Das hilft, wenn Wärme bessert, Ziel. Das enthält die zwei wichtigsten Mittel, die Wärme brauchen, also wo Wärme bessert. Zum Beispiel das Dulcamara durch eine Unterkühlung. Wärme hilft, das ist hier mit drin im Zähl. Und ich habe auch Trinrus Toxicodendron, den Giftzumach, nur in homöopathischer Dosis. Völlig ungefährlich. Wenn der Patient früh so steif ist und nicht aus dem Bett rauskommt, wie so ein R2-D2, wie so ein C3PO, etwas steif ist und nicht so geschmeidig wie hier der kleine Bruno. Deswegen wirkt es auch längerfristig sehr, sehr gut. Bei einer chronischen Entzündung, holt mal den McDreamy, holt mal einen gescheiten Chirurg, lasst hier mal das Knie aufschneiden und macht eine Gewebeprobe. Ich versichere euch, diese Probe wird einen sauren pH haben. Nur dein Körper hat einen neutralen bis leicht basischen pH, nämlich 7,4. Das ist der pH-Wert vom Blut. Und so sollte nicht alle Bestandteile vom Körper, aber große Bestandteile vom Körper auch um den pH 7 rum sein, weil sonst wird es relativ schnell kritisch. Deswegen empfehle ich immer sehr, sehr gerne ein Basenpulver oder Basentabletten, um die Säure herunter zu regulieren, um mehr in den basischen Bereich zu kommen, den pH-Wert anzuheben. Und dadurch braucht der Patient meistens, nicht immer, aber meistens, weniger Schmerzmittel. Und das finde ich ist ein Segen. Das macht die Niere nicht kaputt. Ich brauche keinen Magenschutz. Und wenn ich ich arbeite immer mit Basenzitrat. Das ist ganz wichtig. Das geht in die Zelle. Wirkt nicht nur im Magen, wie jetzt in Bullrichsalz. Bullrichsalz ist schön weiß Sodbrennen. Schmeckt aber ja super optimal. Also lieber ein Basenzitrat. Gibt mit Sicherheit auch andere Produkte. Und was gibt's noch? Ich kann ein Basenpräparat nehmen. Ich kann was Homöopathisches nehmen. Kann sein, dass ich gar nicht weiß, hilft mir Wärme, hilft mir Kälte, manchmal hilft mir beides. Da empfehle ich, das hat mir meine liebe Angestellte, die Henny, beigebracht. Ich kannte dieses Mittel vorher nicht, aber es wirkt fantastisch. Da habe ich nämlich Prionia drin, ein wichtiges Schmerzmittel hier im Traumacut, aber das wichtigste Akutmittel, wenn Kälte hilft, Annika, das jeder kennt von uns. Und dann das wichtigste Mittel, R2D2, C3PO, also Rustoxicodendron. Das ist so eine homöopathische Allzweckwaffe, die auch mit Sicherheit ihre Berechtigung hat und sehr, sehr gut ist. Darüber hinaus gibt es unzählige Möglichkeiten, pflanzlich zu arbeiten. Also mit Arzneipflanzen. Man kann äußerlich was machen natürlich. Man kann Basenbäder machen. Ganz was Tolles. Es muss nicht teuer sein. Du kannst 2 Esslöffel Mondamin oder auch mehr in die Badewanne hauen. Nur schauen, dass du danach ordentlich putzt. Das kann man mal in einem besonderen Video zeigen, demonstrieren hier mit Bruno in einer Badewanne voller Soda oder Backpulver oder Mondamin. Meine Damen, aufgepasst. Darüber hinaus ist natürlich Enzyme, Enzymtherapie, zum Beispiel das Wobenzym und andere Enzympräparate und. Ich wollte nur zeigen, halt gemeinsam mit Bruno, dass es weitaus mehr gibt als diese wirklich sehr, sehr guten, wirksamen, aber auch leider mit Nebenwirkungen verbundenen Mittel wie das Voltaren, also Diclofenac, Ibuprofen, gleich die 800er Packung, die 800 Milligramm, 100 Stück, freut sich der Opa. Und hier sowas wie das Celebrex auch. Ja, ich brauche keinen Magenschutz, habe dann aber dickeres Blut. Gibt so viel. Fragt ihn, fragt mich, fragt eure Apothekerinnen und Apotheken vor Ort. Die werden euch beeindruckende Antworten geben können. Das weiß ich. Das weiß der Bruno. Und ja, wir sind froh, mit euch hier zu interagieren. Zieht den Artikel nach oben. Macht's gut. Euer Bruno, euer Jan. Peace.